Mitvorbereiter gesprochen, der hier die Spanisch-Dolmetschung machen würde. Komm mal bitte lang hier. Jetzt kommt unser Freund von Podemos Berlin und wird reden. Da kommst du schon. Danke auch dir schon mal. Und hier unser Freund von Podemos. Hola a todos, compañeros. Lo primero de todo decir en alemán Polizeisaisa. Quiero dar las gracias a los organizadores por darnos este espacio y este tiempo para hablar en nombre de Podemos Berlín. Vielen Dank an dieser Stelle an die Organisatorinnen und Organisatoren, um diesen Raum zu schaffen, dass wir hier als Podemos Berlin sprechen können. Queremos expresar nuestro rechazo al programa de austeridad de las instituciones europeas. Wir möchten hier mit unserem Widerstand gegen die Maßnahmen der europäischen Institutionen ausdrücken. Del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la antigua Troika, queremos decirles que rechazamos su propuesta. An die EU-Kommission, an den Internationalen Währungsfonds, wir weisen eure Forderungen zurück. Solo significan más sacrificios para el pueblo griego, para los pobres, más reducción en los salarios y en las pensiones, más deterioro de las condiciones de vida de los griegos. Das bedeutet nur mehr Armut für die große Mehrheit der griechischen Bevölkerung, Einschnitte in den Renten, Einschnitte in anderen Lebensbereichen. Queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo griego en su lucha contra la austeridad y por un futuro digno. Wir möchten unsere Solidarität mit dem griechischen Volk ausdrücken. Futuro con dignidad. Für eine Zukunft in Würde. Queremos expresar nuestro rechazo a cómo se habla también de la crisis griega. Wir möchten unser Widerspruch ausdrücken darüber, wie über die griechische Krise gesprochen wird. Esta no es una crisis griega, no es un problema económico y técnico. Das ist keine griechische Krise, das ist kein technisches oder ökonomisches Problem. Es un problema político, es un fracaso del proyecto europeo, es un fracaso de la Europa del capital. Es ist ein Scheitern des Europas. Provocando en Grecia y que en España las pensiones y los salarios bajen y las tasas de desempleo suban. Es ist ein Europa, das dafür sorgt, dass in Griechenland die Löhne und die Renten sinken und dass die große Teile der Bevölkerung in Armut leben. En nuestro país también estamos sufriendo estas políticas y nuestro gobierno ha aprobado la ley Mordaza, una ley de protección civil. In unserem Land kämpfen wir auch gegen all diese Zumutungen. Und was tut unsere Regierung? Sie führt die Ley Mordaza ein, eine zivilrechtliche Regelung. Y es el mayor ataque a los derechos civiles españoles desde el régimen franquista. El mayor ataque a los derechos civiles españoles desde el régimen franquista. Der größte Angriff an die Bürgerinnen und Bürgerrechte in Spanien seit dem frankistischen Regime. Estamos también viendo un ataque al pueblo griego, porque quieren derribar un gobierno. Wir sehen auch gerade einen Angriff auf die, auf das griechische Volk und einen versuchten Sturz ihrer Regierung. Y quieren eliminar el mensaje de que movilizándose, votando, luchando por tus derechos, se obtienen resultados positivos. Sie wollen die Nachricht zunichte machen, dass wenn man kämpft, wenn man will, wenn man sich einsetzt für ein anderes Europa, dass es dann dafür eine Chance gibt. Quieren borrar este mensaje,
pero desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo y pedir el no en el referéndum. ¡Oji! Pero compañeros, no estamos del todo satisfechos con el referéndum. Aber Genossinnen und Genossen, wir sind überhaupt nicht einverstanden mit diesem Referendum. Porque no debemos olvidar nuestro último objetivo. Und wir sollten unser wirkliches Ziel nicht aus den Augen verlieren. Que es darle el poder a la gente, es que la gente tome el poder, que la gente dicte la agenda política, no en unas negociaciones. Das, dieses Ziel lautet, den Menschen die Macht zurückzugeben, den Menschen die Entscheidung zurückzugeben, die Menschen wieder in die Politik einzubinden. No podemos esperar algo positivo solo de las negociaciones, sin movilización popular, sin poder popular. Wir können von den Verhandlungen nichts erwarten, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir keine Volksbewegung dagegen einberufen. Debemos prepararnos para la caída de esta Europa del Capital. Wir müssen uns vorbereiten auf den Fall des Europas des Kapitals. Debemos prepararnos para la construcción de otra Europa basada en los derechos de la gente. Wir müssen uns bereit machen, ein anderes Europa zu schaffen, das basiert auf den Rechten der Menschen. Y con esto en mente queremos mostrar nuestro apoyo por el no. ¡Sí se puede, compañeros! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!